What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ice, ice, baby. Dum, 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 dum. This is how we do it. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute reden wir über Musik aus unserer Jugend. Musik aus den 90ern, um es mal ganz genau zu sagen, ja? Doch bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, würden wir gerne nochmal was in eigener Sache sagen. Wir haben nämlich ab heute eine Patreon-Seite. Ihr seht jetzt hier gerade den Link eingeblendet, ansonsten findet ihr den natürlich auch in der Infobox. Auf Patreon könnt ihr uns unterstützen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass das alles, was wir hier machen, noch größer wird oder wenn ihr wollt, dass wir zum Beispiel mal rausgehen, dazu bräuchten wir neues Equipment oder vor allem, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann unterstützt uns eben auf Patreon. Dort haben wir Premium-Content bereitgestellt. Das heißt, ihr seht zum Beispiel das Making-of von Lass mal reden. Ihr seht Outtakes von uns. Wir machen zusätzliche kleine Videos immer mal wieder und ihr habt sogar früheren Zugriff zu unseren aktuellen Folgen. Wichtig ist zu wissen, dass jeder Beitrag definitiv hilft und jeder gibt natürlich nur das, was er möchte. Wir sagen an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und guckt euch das einfach mal an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. So, jetzt geht's los. Es geht um Musik unserer Kindheit, Musik der 90er im Allgemeinen, so wo wir noch klein und frisch und jung waren und ich ein bisschen älter als Chris, aber trotzdem. Ich glaube, das ist aber das Gute daran, dass wir altersmäßig ein bisschen auseinander sind. Ich glaube, deswegen fandest du damals andere Lieder cool als ich. Oh, ich fand aber voll viele, also ich habe jetzt ja natürlich recherchiert und fand voll viele Lieder richtig geil. Findest du nicht auch, dass Musik generell, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es die Musik war, mit der man aufgewachsen ist, aber ich habe so das Gefühl, ey, es war vielfältiger, finde ich schon. Ah, krass. Ich finde, die Songs, einige davon kannst du 2017 noch raushauen, wären aus meiner Sicht immer noch Welthits. Und ich finde, im Gegensatz zu heute war das richtig geile Musik. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Meine Eltern haben damals immer gesagt, ey, das ist doch keine Musik, was du da hörst. Und jetzt fange ich an, langsam zu sagen, das ist doch keine Musik mehr, was da draußen ist. Also so schließt sich der Kreis. Ja, so ist es, so ist es. In den 90ern war ja vor allem dieses richtig... Dieses Super-Techno-mäßige. Ey, Super-Techno, wo man sich fragt, also ich meine, damals war ich noch nicht alt genug, um in die Disco zu gehen, aber da kannst du doch nicht zu tanzen, oder? I wanna be a hippie, I wanna be a punk now, I wanna... Unfassbar. Den Song mochte ich überhaupt nicht, ne? Ich schon. Die ganzen Großen, die da drin sind, ja, also sagen wir mal die ganzen Backstreet Boys Songs und so, also da sind schon gute, oder Britney Spears und so. Ja, also, wie Stars da vor allem groß geworden sind, ne? Ja. Also da war ja auch noch, das war ja auch noch das Jahrzehnt von Michael Jackson vor allem auch noch. Ja. Der war da richtig noch fett am Start. Oder Christina Aguilera kam, Take That. Typisch Mode Christina, auch und Christina so. Aguilera fand ich ja damals so richtig so ein bisschen Abklatsch von Britney Spears. Ja, das war immer so, ne? Britney, so, das kann ich auch. Aber Genie in a Bottle war ein geiles Lied. War nice, war super. Ah, aber das ist dasselbe wie Backstreet, also grundsätzlich war ja erst Take That da. Die haben dann aufgehört, dann kamen die Backstreet Boys. Und dann kam NSYNC. NSYNC war halt auch immer irgendwie Abklatsch. Für viele so ein Abklatsch. Ja. Aber grundsätzlich, I Want You Back und Tearing Up My Heart sind saugeile Lieder von NSYNC, Mann. Das sind, wenn die auf einer 90er-Jahre-Party oder egal wo laufen, ich bin immer sofort auf der Tanzfläche ziemlich nackt aus und tanze. Geil, Alter. Ja. Also wir reden jetzt kreuz und quer durch über Songs, die wir geil fanden, mit denen wir Erlebnisse hatten, die wir vielleicht sogar scheiße fanden. Ja. Also wir haben jetzt nicht sortiert nach Genre oder nach Jahreszahlen oder so. Gar nicht. Ach, ich finde nicht? Wir haben übrigens sortiert nach Genre und nach Jahreszahlen. Ja. Das schmeißen wir jetzt so, aber alles jetzt weg. Ist das Genre Hip-Hop-Alternativ-Deutschland. Aus dem Jahr 1991, um genau zu sein, das erste Quartal. Ja. Nee, wir hauen jetzt einfach irgendwelche Songs immer rein. Ich würde sagen, wir machen es einfach kreuz und quer. Und zwar habe ich gestern, ich fange mal direkt an. Ja, hau mal rein. Hat es mich an die gute alte Zeltfestzeit meiner Jugend. Ich komme aus Sachsen-Anhalt und in Sachsen-Anhalt waren damals ganz große Zeltfeste. Kennst du Zeltfeste? Nee, weil ich komme nicht aus einer Großstadt. Ja, der Großstadtjunge und vielleicht einige da draußen wissen nicht, was Zeltfeste sind. Zeltfeste waren so, wenn man in einem kleinen Ort gelebt hat, wurden am Wochenende Zelte, riesengroße Zelte aufgebaut, ja, wo dann DJs gespielt haben oder Musik lief und so. Und da ist man dann von Dorf zu Dorf gefahren und hat es gehört. Da war damals ein Lied von Stevie B. Ist jetzt nicht so der bekannteste Name. Hä? Natürlich. Kennst du? Natürlich. Hey, okay, ganz viele, glaube ich, kennen den nicht. In My Eyes. Und das ist so für mich so ein Zeltfestlied. Ich habe das gestern auch wieder in meine Playlist reingehauen.
Und verdient. Und bin durch Berlin gelaufen und habe das die ganze Zeit gesungen, so Synthie-Pop, so in my eyes, na 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 na, in my eyes. Ja, so, geil. So geile Lieder, ey. Und es löst immer noch Emotionen bei mir aus. Hast du irgendein Lied, wo du sagst, wenn du das hörst, bist du sofort wieder, wie alt warst du in den 90ern? 30? 87. Simon, ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber hast du irgendein Lied, wo du sagst, ey, das haut mich sofort wieder in die Kindheit zurück? Oh, es ist eine gute Frage. Ich hab Negativbeispiele, muss ich sagen. Oh, es gibt so Songs, wo die einfach so krass überspielt wurden, einfach, wo ich sage, nee, die kann ich nicht mehr hören. Fast auf Platz 1 ist My Heart Will Go On von Celine Dion. Das ist so oft überspielt und du hast es danach auch 10 Jahre lang in jeder Castingshow 10.000 Mal gehört. Oh, da gibt's einige gute, die die Castingshows kaputt gemacht haben, finde ich. Dann von Whitney Houston dieses... I wanna dance with somebody. Nein. So, wie ging das? Oh Gott, wir kommen nicht drauf. And wo man nur ihre Zunge sieht. Da muss ich immer dran denken, wie du sagst, ich sehe bei dir nur Zunge. Ja, du bist quasi die weiße Whitney Houston. Dann ging mir auch ganz krass auf und sagt, I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. Haben das alle Frauen gesungen und gesagt, ich bin auch ein Big Girl. Ja, das war nichts. Wie findest du das? Fängt an mit einem Klirren. Klirr! I'm sitting here in a boring room. It's just another day, it's in the Lemon Tree von Fool's Garden. Das war auch so ein Lied, was ich dachte. Richtig auf den Sack. Geh mir richtig auf die Nerven, ne? Ihr merkt wirklich, es geht ja kreuz und quer. Es gab damals aber Lieder, die habe ich vielleicht wirklich noch nicht verstanden, aber die finde ich heute unfassbar geil. Ich hau jetzt mal welche raus. Ja, habe ich auch eins. Eins, wo es mir ganz wichtig ist. Ja, sag. Meins, wo ich sage, damals absolut scheiße, habe ich gehasst, finde ich heute richtig geil. Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Ja. Es gab so viele, zum Beispiel, es gibt von Extreme, More Than Words, wo die zwei Typen mit den langen Haaren einfach nur dieses Say That I Love. Genau. Das habe ich damals, auch heute geil. Oder es gibt, damals ist auch rausgekommen von den Righteous Brothers, Unchained Melody. Oh my love, my darling. Oh, das erinnert mich aber auch immer an Nachrichten von Sony. Ja, oh, und ich finde den Film so traurig. Es ist ein todtrauriger Film. Am Ende, wenn er nochmal erscheint und nur so weinet, da weine ich immer. Enjoy the Silence von Deepesh Mode. Damals großartig. Nichts mit angefangen können. Aber das ist ein Welthit heutzutage noch. Es ist so großartig. All I wanted, all I needed is here. In my arms. Also, geil. Das ist ein saugeiles Lied. Michael Jackson damals groß gewesen. So, ich war nicht der große Michael Jackson-Fan damals. Nee, ich fand Michael immer cool, Alter. Echt? Ja. Die Lieder hören sich heutzutage nicht alt an. Nee, und das frage ich mich, wie hat er das geschafft? Genau. Könntest denken, bei einem Jackson-Song so, ja, der könnte auch jetzt rausgekommen sein. Wie hat er das geschafft, genau, dass es so zeitlos klingt, Alter? Genau das meinte ich. Verdammtes Genie, der Typ, Alter. Ey, wirklich, wenn er nicht an Eiern wandern hätte, dann so. No, I can't forget this feeling. Evening. Mariah Carey. Mariah Carey. Die war damals, die hatte ein geiles Cover, da sah sie richtig geil aus. Mariah Carey, man war damals, glaube ich, so die Göttin so. Ging mir aber übertrieben auf den Sack. Ja, na klar, weil das war so ein Mädchending. Das war, glaube ich, so ein Mädchending. Ja. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt mal rückblickend betrachtest, die Mariah Carey damals... Es war doch der Wahnsinn. Und jetzt die Presswurst da. Ich lasse mich in Kleider einschmeißen und ich lasse mich auch nur im Liegen lasse ich mich interviewen. Aber warum macht sie das? Warum nicht in Würde altern und alles ist gut und so? Sie hatte doch ihre Zeit. Genau so ist es. Und sie hat doch auch dominiert die Zeit. So, warum macht sie das nicht so? I believe I can fly. Oh, R. Kelly. Oh. Ah. Konnte der gut singen? Der konnte nicht nur gut singen. Das ist der Titelsong von Michael Jordan's Space Jam. Mann. Eben, und im Video hat man Michael Jordan gesehen, fand ich, war ein gutes Lied. Was? Deswegen. Das ist wirklich so. Ich glaube, nur das Lied an sich hätte mich damals als Kind nicht abgeholt. Wahrscheinlich nicht so, ja. Aber jetzt im Nachhinein sagt man, ist natürlich hammermäßig gesungen. Natürlich. Hat man auch in jeder Castingshow schon mega schlecht gesehen. Und das ist das Schlimme. Ja, genau. Kennst du noch All for One? I swear. By the moon and the stars. So ein wunderschönes Lied. Aber das ist in jeder fucking Castingshow wird das gesungen. I swear, wer hat das gesungen? All for One. All for One. Und da gab es aber auch Boys to Men, da wird auch immer... Ja. To the end of the road. Das wird auch immer richtig schön verkackt. Ja, genau. Aber ein ganz großer Kontrast jetzt zu I swear und I believe I can fly.
war halt diese krasse Techno-Welle damals. Ja, es war dann, gab dann irgendwie so 2-3 Jahre, da war es extrem. Dann, richtig, ne? Und es war so, ich weiß nicht, Beats per Minute 4 Milliarden oder so. Es musste schneller. War das auch so die Scooter-Zeit, wo Scooter, ja, also wo Scooter nicht, groß wurde. Nicht nur so ein Comic-Typ war, sondern wo genau. Scooter ernsthaft Musik gemacht hat. Ja, genau. Und ich rede noch nicht mal von diesen, also für mich so, es gibt Smack my bitch up! Kennst du das? Gibt von, ja, Prodigy. Auch gerade ein bisschen Angst, muss ich sagen. Was für eine kranke Mucke war das denn? Der Typ war auch krank. Ja. Sein Hörner, ja, ich dachte so. Mir so, was ist denn mit denen los? Ja. Finde ich immer noch nicht geil, die Mucke, muss ich sagen. Aber oder meinst du auch sowas wie Modo 1-2 Polizei? Ja, Modo oder es gab auch, kennst du von Das Modul Computerliebe? Die Gefühle sind spielen verrückt. Mensch, ich bin total verliebt. Ja, voll auf Liebe programmiert. Mit Gefühlen schalt mich ein und schalt mich aus. Die Gefühle müssen uns... Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Oder das Boot, Emergency. Oder das war auch die Zeit der Boygroups. Also weißt du, wir hatten New Kids on the Block. Wir hatten East 17. New Kids on the Block, Step by Step. Ooh, baby. Dann hatten wir Take That. Die Backstreet Boys, hast du schon gesagt? Nee. Ach so. Genau. Ja, Backstreet Boys, Take That, NSYNC, Caught in the Act. Es gab so viele... Kennst du noch Dings? All right. Aber welche Gruppe? East 17. Ja, East 17. Ja, da gesagt. Ja. Hast du mal gesagt. Okay, gut. Ja, du hört, der hört mir nie zu. Ich war auf East 17 fokussiert. Ja, genau. Es gab so viele gute Boygroups. Und dann... Die hatten auch immer geil gedanced. Und dann, was kam nach den Boygroups? Nach den Boygroups kam Hip-Hop vielleicht? Die Girlgroups. Ach so, aber naja. Spice Girls, 96. Und ich finde auch, dass aber in der Zeit auch richtig cooler Hip-Hop kam. Von den Amis meinst du jetzt? Ja, aber auch der deutsche Hip-Hop hat sich dadurch auch, ist groß geworden, ja, in der Zeit. Am Anfang habe ich wirklich eher die Amis gehört. Klar, also, bei mir war Wu-Tang Clan ganz krass, also 36 Chambers, immer noch eine meiner Lieblingsplatten. Dann Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac war ja auch krass. Tupac. Changes. Und so. Changes ist rausgekommen, nachdem er tot war. Ja, Ghetto Gospel auch, ne? Singt da den Refrain eigentlich Paddy? Nee, Elton John. Achso, ich dachte, Paddy ist. Aber die Kelly Family war in den 90ern auch. Ja, okay. Sometimes. Ist ein wunderschönes Lied. Ich finde es immer noch. I'm in love with an alien. Mit an alien, sagt der Junge. I'm in love with an angel. I'm in love with the ride. Das ist eigentlich ein gutes Lied, Alter. Sehr klar. Meine erste Single, also meine erste CD aller Zeiten, ja. Echt? Ich glaube, es gibt nur eine. War Snow mit Informer. Informer, wir lassen uns am Ende lehren. Aniki Boom Boom Down. Der Kombi Mr. Bombastic war auch genau. Saugeil. War eine geile Zeit. Weißt du noch, was deine erste Single war? Looking for Freedom, David Hasselhoff, nehme ich an. Ja, fast. Nee, meine allererste Platte. Meine allererste Hörspielkassette. Nee, meine allererste CD, die ich mir gekauft habe, war der Soundtrack von Conan der Barbar. Alright, stop. Let's take a break and listen. Es war einfach geil. Deswegen bin ich auch in Turtles gegangen, in den Kinofilm, weil Vanilleeis am Ende da drin auftritt. Stimmt. Und Coolio, Gangsta's Paradise. Keep spending most of life. Also, aber es war schon so ein bisschen verweichlichter Hip-Hop. War schon, genau. Es war auch sein einziger Hit, glaube ich. Ja. Notorious B.I.G. Hypnotized. Ja. Biggie, can't you see? Also, ist immer noch ein geiler Beat, kann man nicht sagen. Fugees, Killing Me Softly. Das ist ein DSDS-Lied. Deswegen genau. Nur deswegen. Ja, ja. Was war ein geiles Lied, wie sie es damals hier dieses... Ja, die hätte ich nie gedacht, aber das Lowell Hill. Ohlalala. Ready or not, here I come, you can't hide. Ey, du hörst den ersten Takt und es löst ein Gefühl aus. Das ist so ein unfassbar geiles Lied. Du hast auch Lied. Damals, hast du dein Flat-Kassetten... Walkman in die Tasche gesteckt, dann die riesengroßen Scheißkopfhörer reingesteckt und dann bist du gelaufen und dann kam der Beat. Und du fandst dich so geil. Und du dachtest, Alter, du bist John Wick, Alter, du läufst durch die Straßen. Hast du damals schon gedacht, du bist John Wick, ja? Aber wo du gerade gesagt hast, mit deinem Flat, was hast du gesagt, Kassettending? Ja. Was fällt dir zu Flat ein? Ist da heute so flat wieder? Das hat doch nur funktioniert wegen der Puppe, oder? Die war in der Lebenswerbung, die Hauptfigur dann irgendwie. Ja. Und es war so eine gelbe Puppe, die immer Würstchen geraucht hat oder gegessen hat. Irgendwie sowas, ja. Das hat nur durch die Puppe funktioniert. Ist auch so ein krasses Lied, wenn ihr euch das anhört.
Das ist unmöglich, wirklich ernsthaft zu hören und damit zu tanzen oder so. Das ist so krass. Ich muss die ganze Zeit jetzt an ein anderes Lied denken. Kennst du? It's not a second, 7 seconds away. Ah, wie heißen sie? Nana, Jerry und Eagle-Eye-Pizza? Eagle-Eye-Pizza, ja. Es war irgendwie so, man fand es trotzdem. Puff Daddy. I'll be missing you. Ja. Hat er Glück gehabt, war mit Notorious B.I.G. Ja, dass er sonst, umgebracht wurde. Genau. Gut, dass der gestorben ist. Ja. Ist original von The Police, ne? Ja, von Every Breath Sting. You Take. Ja. Sting. Hm? Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Liebeslied. Ein Lied, das ihr liebt, also hört. absolute Beginner. Ja, absolute Beginner waren, also das erste Album. Bambule. Fand ich so geil. Ich war jetzt auch auf einem Beginner-Konzert, weil ich damals zu jung war und nicht hingehen konnte. Damals absolute Beginner, heute Beginner. Die haben die Bude abgerissen hier in Berlin. Ja, war geil. Es war wirklich geil. Eskalierte. Eskaliert. Oh. Immer wenn es regnet, muss ich an sie denken. Freundeskreis mit A-N-N-A. Ich glaube, du hast da was vorbereitet, oder? Ladies and Gentlemen, Bärchen. Plitsch, platsch, nass floh ich unter das Vordach des Fachgeschäfts. Vom Himmel goss ein Bach. Aha. Ich schätze, es war 7:30, als mich Anna ansah, anlachte. Wie fandst du aber damals zum Beispiel dieses ganze Rock-mäßige? 10 kleine Jägermeister von Toten Hosen, meine ich. Nehme ich an, dass du das meinst. Nee, ich meine eher sowas von Rammstein. Du hast. Oh, oder, ey, damals bei Viva ich gesehen. Kein Engel. Damals bei Viva nachts das Musikvideo gesehen und ich hatte Angst. Ja, so, glaube ich. Gott weiß, ich will kein Engel. Und, ey, Leute. Nee, fand ich immer scheiße. Nee, da konnte ich auch nichts mit anfangen. Wie fandest du Dings? The Offspring? Pretty Fly for a White Guy. Ja. Das war ja wieder geil. Ja, genau. Also, give it to me, baby. Also das war irgendwie ganz, ganz cool. Ja, das war so geil. Ja. Oder Guano Apes, wo die Frau ist. Ja, genau. Now it's time to tell your lies. Open your eyes. Open. Kennst du nicht mehr? Doch, ich kenne nur Don't Speak. Na, 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 na. Das ist ja die amerikanische Version von Guano Apes. No Doubt. Ja, Gwen Stefani. Die fand ich scheiße. Das Lied fand ich ganz gut, glaube ich. Always von Bon Jovi. It's my life and it's now. Yeah. Always and be there. Guck mal, ja. Yes. Ist ein hübscher Typ, aber Bon Jovi, oder? Es ist ein gutes Lied vor allem. Das war ein gutes Lied. Und zu dem Lied könnte er mich haben. Kiss from a Rose, Seal. Ja, da konnte er noch gut singen, wa? Batman-Soundtrack. Ja. Deswegen stimmt, wahrscheinlich immer saugeil. So. Ich sehe immer Val Kilmer, wie er an Nicole Kidman vorbeifliegt und dann kommt Seal leider ins Bild. Und krass, Val Kilmer habe ich schon verdrängt, Alter. I like to move it. Oh. I like to move it. Du machst mir immer Angst, wenn du singst. Das ist wie bei... Du machst mir Angst. Weißt du noch, wer das singt? Nee, der kleine Lemur von genau das. Er hat Real to Real den Song weggenommen, dieser kleine dreckige Lemur. Real to Real, hätte ich nie gewusst, was das heißt. Das ist richtig nice. Die deutsche Boyband, die Fanta 4. Es ist die da am Eingang steht. Oder die da, die mir den Kopf verdreht. Nein, es ist die da mit dem Chicken Bulli an. Nein, das ist die Frau, die freitags nicht kam. Die ist weg. Weg! Welche Band war mein allererstes Konzert? Toni Marshall. Fast. Ich wünschte, es wäre Thomas Anders, aber es waren die Prinzen. Die Prinzen? Küssen verboten, streng verboten. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte manchmal das Bild wird der Mann im Mond für sein. Das ist auch schön gewesen. Ist schön gewesen, ne? Ja. Oh, ist aber auch schön gewesen. Ja, das war richtig. Ich fand es ja nicht. Oder ich hab kein Geld, hab keine Ahnung. Doch ich hab ein großes Maul, bin weder Doktor noch Professor, dafür stinkend faul. Ich habe keine. Kennst du nicht? Millionär? Auch vom Prinzen. Tut mir leid. Oder nicht? Ich hab ihn nicht unter Kontrolle. I'm blue, da bin ich. Ja, aber war ein geiler Song, ne? War ein geiler Song. Mochtest du? Ist heute noch geil. A little bit of Monica in my life. Oh, Welthit von Lou Bega. Ja. Mochtest du das? Nee. Ich auch nicht. Oli P. mit Flugzeuge im Bauch. Mega erfolgreich, war? Platz 1. GZSZ damals über gewesen. Über 7 Brücken musst du gehen. Genau, das ist Flugzeuge im Bauch gewesen, ja.
Ja, Andi packt schon zusammen. Ja, ich wollte das eigentlich reicht jetzt auch. Also es war heute ein bisschen durcheinander, aber wir hatten halt... Was? Es war ein mega Medley. Man sieht auf jeden Fall, dass es großartige Songs gibt. Es gibt so viel noch, über die man reden könnte. Aber leider hat uns der Sender nicht so viel Zeit zur Verfügung gestellt. Hat euch unser Mashup gefallen, dann gebt uns doch am besten einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, aktiviert die kleine Glocke für die Benachrichtigungen und schaut auf jeden Fall nochmal auf Patreon vorbei, um zu schauen, was es da alles so gibt für euch. Vielen Dank. Seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, lass mal reden mit... Alalalalalong. Alalalalalonglonglonglonglong. Willst du dich noch richtig verabschieden? Auf Wiedersehen. Und send nudes. Hast du bei meinem Abschied was gemerkt? Du hast was anderes gesagt. Ich habe was anderes gesagt. Ey, krass, du bist so krass kreativ. Ich bin Alter. Awesome, ne? Wie geht das? Ja, ist der Hammer. Wie fandst du dieses Ganze? I'm a Barbie Girl. Oh, ja, okay, das war schon immer Max, scheiße. Max, don't have sex with your ex. Blablabla. Ja, es gab waren da auch diese Glatzen, wie hießen die nochmal? Diese Glatzen, diese schwulen Briten? genau. I'm too sexy for my shirt. Das ist übrigens ein Song, der immer bei mir im Kopf läuft. Aus den 90ern, würdest du 10 Lieder sofort sagen können, die du, hau die mal auf die Playlist. Was sind 2017? So, David Guetta featuring Justin Timberlake, Bieber oder? Nee, ja. Es gab damals aber auch Schlager. Ja. Wolfgang Petri zum Beispiel haben wir ganz drüber gesprochen. Ja, geile, die längste geile Single der Welt. Ganz schlecht zusammengeschnitten seine größten Singles. Aber Wolfgang Petri fand ich, also es gibt eine CD, die heißt Alles von ihm. Ja. Und die ist richtig geil. Ja. Da ist jedes Lied cool. Ich war damals, glaube ich, so als junger Teenager, heute würde ich es tierisch feiern. Modern Talking hatten ihr Comeback in den 90ern. Echt? Ja. Oh, mit Thomas. Mit Thomas. Thomas Anders. Your heart, from the heart. He's my heart. You're my soul. He's my soul. Oh, yeah. Geil. Bist du eigentlich froh, dass ich wieder da bin? Sag das mal ehrlich. Fühlt sich an, als wärst du nie weg gewesen. Na krass, ey. Ich hab dich vermisst. Das ist ein großes Kompliment. Oh! Ich gehe mich jetzt waschen. Also. Tschüss.